Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, eine Frage wird jetzt sofort gern beantwortet. Ist Jenna June noch da? Hallo, ja, ich bin hier. Jawohl, es geht wieder weiter bei Shadowhearts Covenant und wir werden jetzt erfahren, ob Nikolai wirklich noch irgendwo hier lebt. Es lebt. First, you take the emigre manuscript. Then you take Nikolai. I'm here to put an end to this. It has nothing to do with you. Not good enough. Get any deeper into this and your very soul is in danger. Leave Japan at once. No way. Someone in this capital is pulling the strings, and I plan to find out who. No matter what? That lousy coward. He's hidden away while millions of lives are ruined. I won't let him get away with that. The Army's Hojo Research Facility. That's where you'll find Nikolai. Still alive? Of course. But the minute you step foot in there, they'll use all their power to stop you. Sounds good. Very well. I'll be waiting. Diese Männer, echt, sie können sich echt nur zoffen. Jo. So you came all this way to find this man you call Nikolai. Yes. A leading member of a secret society and heir to the imperial throne of Russia. And now Ishimura has him. Ishimura? Foreign Minister Kantaro Ishimura. The one who truly controls the cabinet. So that's Kato's boss? Correct. He wields tremendous influence here. Recently, he's even formed his own army called the Iron Soldiers to consolidate his power. He also controls the Hojo Research Lab. That monster. And the mutant apes too? That monster was probably an experiment that somehow managed to escape. That laboratory has been conducting suspicious experiments for years, always involving new weapons research. It looks like Ishimura somehow plans to use Nikolai against Russia. Against Russia? That is correct. He may even open up a new front in the war. Is that crazy? He may be a bastard son. But there is no doubt that he is the prince. If we are not careful, Ishimura will use him as his pawn to seize power in Russia. No way! Do you think he can really do it? It's been done successfully many, many times in the past. If this war gets any bigger, a lot more people are going to die. What's truly scary is that he is willing to unleash his monsters on the world. But then... Hmm? I just don't believe Kato's capable of it. He wouldn't just blindly follow orders from someone like Ishimura. I'm sure he's planning something else. Why do you think so? He's got a good heart. In Shanghai, he protected your daughter all the way until the end. But even so, I can't see why he'd come all the way to Europe to help Sapientes Gladio get the emigre manuscript. Emigre what?
The emigre manuscript, a magic book that brings back the dead. So far, everyone that's been after it has been trying to use it for evil purposes. Last time it caused a hell of a mess. I don't believe it. I owe that man a great deal for bringing back Yoshiko's body all the way from Shanghai. I can't really believe that Kato would use that book to pursue evil ends. What is it? Did you just remember something? That woman named Oka. From the mutant apes? What about her? When I heard her voice, I thought it sounded kind of familiar. Yuri, have you ever met her before? No, that was the first time. Well, so what? She sounded like Lieutenant Colonel Kawashima. What? My Yoshiko? Zack, weg. Das war wohl ein bisschen zu viel für den alten Mann. Is he all right? Yes, he's resting at the moment. It scared me when he fainted like that. You'd faint too if you heard that your dead daughter was still alive. But do you really think that Oka person is Lady Yoshiko? I didn't see her die with my own eyes. So I'm really not sure. Couldn't we find out by paying a visit to the laboratory? What? Yeah. There's an idea. We'll just go right out and ask her, are you Yoshiko Kawashima? It's easy. Why didn't I just think of that? Are you sure? Of course. Naja. Ja. Warum auch nicht, ne? Eben. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Herumlaufen und alles? Danke für deine Bedenken. Aber es ist okay. Ich hatte einfach nur Angst, dass alles... Wir sind eine ganze Weile unterwegs. Also ruht euch gut aus. Menschen, die sich in Gefahr begeben, haben einen gewissen Geruch an sich. Und ihr Jungs stinkt regelrecht. Ich wollte gerade sagen, ich stinke nicht. Hört gut zu. Ich werde euch nicht stoppen. Macht keine Dummheiten, okay? Ja, Sir. Oder vielleicht... Leute. Ja, Sir! Eben. So, dann werden wir ihn erstmal nochmal ansprechen. Mal gucken, ob er was sagt. Hört gut zu. Ich werde euch nicht stoppen. Macht keine Dummheiten, okay? Alles klar. Das heißt, ich habe etwas Bestimmtes nicht erreicht. Sei vorsichtig, Kurando. Seid alle vorsichtig, okay? Genau, denn man kann jetzt in dem Spielstand nachgucken. Ich muss was nachschauen, denn meine Ring-Perfekt-Rate, wie steht sie denn? Ja, super. 21%. Ich glaube, das kann ich mir auch knicken. Denn normalerweise müsste die volle Erfolgsrate ungefähr 65% betragen. Wenn das so wäre, dann würde ich nämlich von ihm einen besonderen Gegenstand bekommen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das habe ich aus einer Lösung aus dem Weltnetz mir entnommen für das Spiel. Weil ich mich damals immer gefragt habe, wo dieser Gegenstand zu finden ist. Den habe ich nämlich nie gefunden. Hier steht jetzt, dass wir das Hojo Research Lab besuchen könnten. Allerdings nutze ich diese Episode für etwas anderes. Es ist mal wieder Sidequest-Zeit. Jawohl. Yay. Auf nach Yokohama. Wo ist das bekloppte Schlachtschiff? Oh ne, wir gehen erstmal auf den Fremdenfriedhof. Denn dort kann ich mir noch einiges abholen. So, hier müssten einige Leute nämlich noch rumlaufen. Da ist hoffentlich, einer. Hoffentlich nicht. Da ist jemand. Friedhof? Der alte Mann in Rente, EY. Reisende aus dem Ausland, wie? Ihr habt einen langen Weg hinter euch. Ja, bei ihm kann man später noch was abholen. Wenn man eine andere Sidequest macht, die ich mir für später aufgenommen habe. Genau das. Erstmal die Gräber wieder ein bisschen checken. Vielleicht finden wir hier was. Nein, natürlich nicht. Aber hier irgendwo müsste was liegen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dass hier irgendwo... Ah ja. Sehr schön, einen Seelentropfen. Den brauchen wir für gleich, wenn wir auf den Friedhof gehen.
Dann haben wir noch. Ja. Hier müsste noch jemand sein, ein guter Freund, den wir schon oft genug getroffen haben, nämlich hier. Den darfst du sprechen. Yeah. Da ist er. Ah, Ringseele. Dupidu, heute bin ich die kleine süße Aya, die Singseele. Schmetterlinge in meine Bäuchlein. Das passt zu mir. Toll. Ich bin das Singseelchen, der Wille des Urteils Sings. Des Urteils Sings? Ja, ja. Der Verwalter jedes winzigen Stückleins Schicksal. Ah ja, nicht? Toller Auftritt. Tudelu, ich kann dich sehen. Deine Zukunft. Das ist für dich. Oh, dankeschön. Ein weiterer Angriffsschub. Sehr schön. Ah, danke. Das ist die Macht des Urteilsings. Wow. Wenn ich wieder zum Spielen herkomme, gebe ich dir mehr Macht, versprochen. Okay. Ich beobachte dich und stelle sicher, dass ihr alle freundlich zu Mr. Schicksal seid. Danke, dass ihr meine Freunde seid. Das hat Spaß gemacht. Ja, süße Maus. So ist sie. Das war meine kleine Aya. Ist sie nicht süß? Ja, ja, ja. Ja, wirklich süß. Wir haben sie immer genau beobachtet, Miyabi und ich. Jeden Abend. Wir haben nichts anderes gemacht. Oh, ich bin so froh, dass es dir gefallen hat. Das letzte Mal auch. Toll. Aha. Wie wäre es das nächste Mal mit meiner Großmutter? Sie lebt nicht mehr, aber... Nein, danke. Nein? Aber es macht mir wirklich nichts aus. Es wäre toll. Nein, wirklich nicht. Ach, wie schade. Ich war sicher, ich würde sie auch verkörpern können. Hm. Bis bald. Tja. Gott, er wird langsam gruselig. Ja, die Ringseele ist ein kleiner Running Gag im ganzen Spiel. Du kennst das Spiel ja noch nicht so sehr. Normalerweise ist die Ringseele immer so ein trockener Charakter und will eigentlich immer nur das ganze Schicksal mal erklären. Aber eigentlich versucht Yuri ihn ein bisschen aufzupäppeln. Mhm. Und diese Angriffsschübe, die wir bekommen, ist die Anzahl der Nummern von Treffflächen. Wir können für Yuri jetzt seinen fünften Angriff rausholen. Anastasia könnte endlich ihren zweiten Angriff machen. Blanka ist schon voll mit 4 Angriffen. Joachim auch mit 5. Karin auf 4 ist schon voll. Geppetto könnte auf 3. Corando noch auf 5. Das heißt, wir könnten noch 4 Trefferflächen ungefähr, oder 4 Angriffsschübe noch bekommen, damit wir alle Charaktere endlich voll benutzen können. Und wir werden Yuri den 5. Angriff geben. So, zack. Und jetzt darf die gute Jenna June... Du, der bekommt den 5. Angriff. Schub. So, jetzt werden wir eine Gruppe mal zusammenstellen. Eine Voraussetzung habe ich. Blanka und Yuri müssen bleiben. Das ist das Einzige. Die anderen Teammitglieder darfst du jetzt aussuchen. Oh, das machst du vielleicht lieber selbst, oder? Nach dem Motto, nö, das ich kenne das du Spiel ruhig ja gar nicht. Das ist mir okay. Egal. Such ruhig aus. Also hier okay, sind die, cool. Die noch nicht drin sind. Joachim ist nicht drin, Karin, Geppetto und Corando sind nicht drin. 2 Leute kannst du aussuchen für Lucia und Anastasia, weil Blanka und Yuri bleiben für das nächste Ziel drin. Ich bin auf jeden Fall für Karin. Die ist ja, lustig. Karin ist drin, okay. Und die kleine Fledermaus. Ist witzig. Ja, okay, dann muss ich Joachim reinnehmen. Der kann sich nämlich, der ist nämlich die Fledermaus gewesen. Er verwandelt sich so alle Kämpfe zwischendurch mal rein in diese Fledermaus. Also er ist jetzt wieder Joachim. Ich kann mal nachgucken, vielleicht kann ich nachlesen, wann er sich wieder dazu verwandelt. Nee, also ein Kampf noch und er wird zu Invisible, ist eine weitere Form, da ist er unsichtbar. Und dann werden die Leute von einem unsichtbaren Tisch erschlagen. Der Tisch ist auch nicht zu sehen. Meine ich doch. Er ist dann komplett unsichtbar, genau. Und er wird dann alles erschlagen. Genau so. So, jetzt haben wir noch ein paar Seelen. Und wir machen jetzt aber erstmal, gehen wir wieder raus, denn hier haben wir jetzt nichts mehr zu schaffen. Und werden den Friedhof heimsuchen. Jetzt hast du mich auf diesen Trip gebracht mit dem Dup-di-dup-du, Dup-du, ja, ne? Und dem Singen. Jawohl. Das könnte jetzt öfter vorkommen. Das macht überhaupt nichts. So, wir gehen auf den Friedhof. Wie wir sehen, können wir noch 2 Seelen aufmotzen. Und es sind Licht und Wind sind's noch.
Und Feuer ist schon. Da ist Licht und da müsste Wind sein. Welche Seele sollen wir aufpäppeln? War das eine Frage an mich? Jawohl. Es ist egal, welche Seele. Okay, links. Links ist also, gut. Also Wind, sehr schön. Ja. Sehr schön. Dann wollen wir die Windseele aufhäppeln. Links, so, zwei, Fragezeichen. Drei, vier. Du fühlst, wie mächtige Wellen dem Windaltar entströmen. Den Seelentropfen dagegen halten? Den Seelentropfen dagegen halten. Der Seelentropfen setzt die Power des Winds frei. Die Power des Windes. Okay, yeah. Leute. Es ist mal wieder Kampfeszeit für unseren guten Yuri. In wen verwandeln wir uns? Ich denke mal, wir sollten Amon nehmen, damit das Ganze schön schnell geht. So. Amon! Richtig, wir werden jetzt nämlich wieder eine Seele freisetzen. Eris Watch. Okay, das ist jetzt der Gegner, keine Sorge, die Seele heißt nicht so. Okay. Bam, bam, bumm. Und zack, 213 Schaden. Schön, 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 schön. Sturm. Okay, sie peppelt sich jetzt auf, was den Action Speed angeht. Hat sich jetzt beschleunigt. Und will mich verlangsamen. Hat er auch geschafft. Schlimm genug. Okay, Amon ist ein Stehaufmännchen. Richtig, der hat da kein Problem mit. So, und alle Flächen treffen. Um schönen Schaden zu machen. Bam! 196 ist auch okay. Aufschlitzen. Oh, ein Windzauber. Ning, 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 ning. Ja, Schaden ist das nicht. Und der ist schon im gelben Bereich. Deswegen habe ich Amon genommen, weil er so schön schnell ist, was das Ganze angeht. Mhm. So, 181 Punkte. Der ist auch gleich geschafft. Ich finde diese laufenden Männchen-Icons über den Kämpfen sehr lustig. Ja, es gibt auch sehr viele andere lustige Icons, die es da noch gibt. Zum Beispiel ein Herz, was immer zerbröselt. Oh. Was den Status anzeigt, dass man keine Combo-Angriffe eingehen kann. Aha. Ich weiß nur nicht, wie der jetzt so bezeichnet wird in dem Spiel. Da wundert man sich immer, wenn man... Beziehungsunfähig sozusagen. Ja, so ungefähr. Beziehungsresistent. So, und wir haben eine weitere Seele freigeschaltet. Mal schauen, welches es ist. So. Ja, geschafft! Wir haben falsches Spiel, Entschuldigung. Wir haben trotzdem eine Liberty-Seele freigeschaltet und wir können jetzt den Bogenorkan benutzen. Deine Windpower wurde komplett wiederbelebt. Man muss dazu wissen, dass die Seele von Yuri quasi durch einen Angriff am Anfang des Spiels komplett zerrüttet wurde. Er konnte sich vorher schon in sämtliche Monster verwandeln, das hat man bei Shadow Hearts 1 gesehen. Nur er hat diese ganzen Fähigkeiten verloren. Muss man dazu sagen. Und er muss jetzt eben mal seine ganzen Seelen wieder zusammensuchen. So, das ist so typisch, ne? Ja, und jetzt gucken wir uns mal Libertis an. Oh, sehr schön. Oh, schön. Ein schöner Regenbogenflügel. So, wunderbar. Haben wir ihn jetzt auch freigeschaltet. Jetzt gibt's noch eine Sache, die wir in diesem Video machen. Dieses Video wird ein bisschen kürzer. So, denn das letzte Video war ja schon lang genug für euch. Ich habe ja genug Shadow Hearts Suchtis, die immer mich anschreiben. Wir brauchen wieder neuen Stoff, wir brauchen neuen Stoff. Keine Sorge, der kommt. Keine Sorge. So, wo ist das Schlachtschiff Mikasa? Denn da wollte ich jetzt hin. Und das ist der Grund, warum ich Blanka drin lasse. Schlachtschiff! Oh ja, ich habe diesen Dungeon gehasst. Ich habe diesen Dungeon damals gehasst. Ich habe mir damals sämtliche Karten angefertigt. Das weiß ich noch, bevor ich in diesen Dungeon reingegangen bin. So, hier gibt es nämlich noch etwas für mich zu holen. Nach Europa komme ich ja noch nicht wieder zurück. Jetzt machen wir erstmal ein Sicherheitssafe, dass ich auch alles gemacht habe, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich kenne mich nämlich, dann irgendwann vergesse ich das und dann darf ich alles nochmal machen. So, Mittelblock. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Wo ist der Ort, wo ich hin will? Ist das die untere Etage oder das obere Etage? Auf dem Mitteldeck. Das heißt, es ist oben. Ne, Mitteldeck ist das hier, wo ich jetzt runtergehe. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Oder irgendwo müsste hier was sein. Ein Wolf müsste hier irgendwo sein. Au. Genau das. Irgendwo müsste hier nämlich ein Wolf rumdaunern. Okay, er ist kein Wolf, er ist ein Mensch. Ja. Da geht's nach oben, oder? Ich gehe mal das ganze Schiff ab. Die Gegner hier sind ja sowieso 0815. Hier komme ich auch nicht rein, auch wenn es so aussieht. Ah, da ist er! Genau, der Holzwolf. Genau, ich hab's vergessen, der war das. Au! Hä? Au! Eine geschnitzte Holzfigur? Warten Sie mal! Moment mal! Huch!
Es hat sich bewegt und es kann sprechen. Ich bin vielleicht aus Holz, aber ich habe auch eine Seele. Ich bin Calvin. Nett, Sie kennenzulernen. Au, au? Eine Frage, was macht denn eine Schnitzfigur auf einem Militärschiff? Sie sahen, wie stark ich war. Also baten Sie mich, ein Bodyguard zu sein. Wenn ich helfen kann, sage ich nicht nein. Wie auch immer, können Sie nicht einfach verschwinden, mir zuliebe? Wenn Sie nicht kooperieren, müssen wir wohl brutal werden. Ja dann. Genug über das Holzstück geredet. Attacke. Attack of the Wolves. Richtig. Oder so. Zu schade. Das erzählt er. Sorry, aber ich muss ihr Leben beenden. Genau. Und es geht zum Kampf über. Ich weiß jetzt nicht, was seine besondere Fähigkeit ist, weil die Wölfe haben immer zwischendurch irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Ich werde mal einen Seelenkomet raushauen, mal gucken, wie viel Carvin einstecken kann. Habe ich eigentlich gerade über das Gesprochene drüber gequatscht? Ich glaube, du hast immer an den Stellen gesprochen, wo er gerade das selber erzählt. Es ist nicht schlimm. So, okay. Ja, denn ich höre ja den Spielsound. Eben, du hörst es nicht, du kennst das Spiel nicht, daher kannst du das auch nicht wissen. Das macht nichts. Er kann versteinern. Okay, das war ein sehr kurzer Kampf. Alles klar, wir wissen aber jetzt, wie es geht. Es ist für mich auch kein Problem, gegen diese Gegner zwischendurch mal zu verlieren. Um Himmels Willen. Ja, ich verlasse dich jetzt und ich komme gleich mit einem Schutzgegenstand gegen Versteinerung wieder. Wo ist er denn? Leonardos Bär. Er hat das schon gehabt? Okay, ja. Schützt gegen Gift, gegen Lähmung, schützt gegen Panik, stoppt Versiegelung, geistige Pause. Das sieht nicht gut aus. Gelingt Flucht, nächste Runde zu erreichen. Korallen, Lasso, Preisgeld höher, Piratenohrringe. Ich glaube, ich habe den Gegenstand, den ich brauche. Temporunden im Notfall. Das werde ich auch wohl irgendwann mal ausrüsten, aber jetzt gucke ich erstmal. Moment, ich glaube, Yuri hat den Gegenstand, den ich haben will. Willenskraft? Ach nee, er hat ihn nicht. Hat irgendeiner den Gegenstand, den ich haben möchte? Hat irgendeiner den Gegenstand? Schützt gegen Panik nicht. Kettengürtel. Bringt Leute dazu, ihn zu beschützen. Nein. Lendenschutz, Kendo-Maske. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Tja. Ich hoffe, ich habe mir den Weg gemerkt. Leute, jetzt gibt's ein bisschen Offscreening. Ich mache das zum ersten Mal bei Shadow Hearts Covenant. Keine Sorge, wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Ja, jetzt gibt's Rache, du kleine Scheißvieh. Wenn jetzt haben wir das Spiegelarmband, liebe Freunde. Das schützt nämlich vor Versteinerung. Das heißt, Blanka dürfte kein Problem mit diesem komischen Viech haben. So, Rache. Ich habe sie schon einmal nicht getötet. Werfen Sie Ihr Leben jetzt einfach weg? Genug Gequatsch geredet. Auf geht's. Auf geht's. So, jetzt kriegst du sie. Jetzt kriegst du sie mit normalen Schlägen auf die Omme geschlagen. So. Bam, bam. Bumm. Zack. Machen wir genauso viel Schaden ungefähr wie mit dem ganzen anderen Zeug. Und er fängt mit Versteinerung an. Und macht nur einen Angriff. Och, ist das süß. Ist das süß, der kleine Vieh. So, wieder ordentlich drauf. Bam, bam, bam. Puh, 140 Punkte. Der arme Kerl ist ja auch nur aus Holz. Richtig. Aber da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. So, es spielt nämlich später einen Löwen, der so ähnlich aussieht und der mich damals zum Verzweifeln gebracht hat. Es ist nämlich in dieser Sarah-Aufgabenstelle ein besonderer Gegner, an dem ich damals dann immer gesagt habe, ne, da mache ich die Quest nicht weiter. Der war nämlich übertrieben heftig. Mir fällt gerade auf, ich habe hier doch einen Kamin, ich könnte ein bisschen Feuerholz gebrauchen. Ja. Falls du den Hund hinterher nicht mehr brauchst. Richtig, da sollte Calvin doch eigentlich das ideale Viech für sein. So, zack, fumm. Ja, ich glaube, ein Angriff noch, dann war es das für ihn. Und der Puschel, den er da hinten dran hat, der wird meine Wandfackel. Ja. Optimal. Haben wir alle schon geplant. Kann er sich jetzt nicht mehr rausreden. Das war es nämlich für ihn. Zack. Haben wir ein bisschen Yay! Feuerholz gesorgt. Gleich gibt's lecker Feuerchen. Es sind nämlich nur 15 Grad oder so draußen. Ja. Und wir haben Punkte natürlich bekommen und wieder Geld und zwei Gegenstände. Einmal Versteinern 2 und Siegel des Glücks zu Versteinern 2, sage ich gleich noch was. Aber es kommt natürlich erstmal wieder der Erfolgsspruch, wie immer bei diesem Spiel.
I'm not really good at anything else. This is the only way I know how to live. Tja, jetzt bist du eh Feuerholz. Tja. So. Ich verliere gegen einen Zivilisten. Wie soll ich bloß weiterleben? Hier haben Sie den Abdruck. Alles Gute. Denn jetzt kriegt Blanka den neuen Abdruck in seiner Markensammlung. Und der Seelenkomet ist verbessert worden. Sehr schön. Ich werde mich zur Ruhe setzen, aber bedauere zwar noch einiges, aber es ist besser zu wissen, wann Schluss ist. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nach Hause zurück und meine Mutter besuchen. Auf Wiedersehen und viel Glück. Von wegen. Ey, Feuerholz, hallo. Der kommt ja genau zu mir hier. Ist ja genau richtig. Was für eine blöde Holzfigur. Ja, Leute. So, dann werden wir jetzt erstmal wieder unseren guten Blanka heilen. So. Wenn sie den wenigstens Blanko genannt hätten, aber bei Blanka muss ich immer an was Weibliches denken. Ja, das ist auch manchmal so ein Streitpunkt. Aber, naja, was will man machen, nicht? Das ist mal die Namensgabe und die Logik von Spielen darf man nie hinterfragen. Jo. So. Obwohl der Eyeliner es auch nicht einfacher macht. Richtig. So, dann werden wir jetzt mal da hochgehen. Immer schön gemütlich. Miau. So, dann, hepp, raus hier. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel einfach nur. Und, liebe Freunde, wir werden uns das dann beim nächsten Mal in der kaiserlichen Homestand wieder sehen bei dem Hojo Research Lab von bei Let's Play Shadow Hearts Covenant. Vorher noch verabschiede ich mich schon mal so von Jenna June. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesen Folgen. Auf jeden Fall. Hast vielleicht jetzt ein bisschen Spaß daran gefunden, dir das Spiel mal anzuschauen, was du so bis jetzt vielleicht verpasst hast, um ein paar Sachen vielleicht zu verstehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Shadow Hearts Covenant. Bis dahin spart der Raven halt immer mehr. Und Jenna June verabschiedet sich mit... Tschüss!